Ich würde euch raten, das Video wirklich ganz anzusehen, denn sonst versteht ihr vielleicht gar nicht, was ich meine, beziehungsweise was jetzt im Endeffekt die Erkenntnis des ganzen Videos ist. Also jetzt nicht nur am Anfang kurz reinschauen, sondern vielleicht dann doch wirklich das ganze Video schauen. Das würde euch auf jeden Fall sehr, sehr weiterhelfen. Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute soll es darum gehen, wann ihr eure guten Spieler verkaufen sollt. Das heißt, wenn ihr in irgendeinem Pack etwas Gutes zieht, wann ihr da eben den Spieler dann verkaufen sollt, beziehungsweise wann der beste Zeitpunkt dafür ist. Und falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und auf jeden Fall werden demnächst auch viele Trading-Tipps folgen. Darauf könnt ihr euch auch schon freuen und wir beginnen jetzt direkt mal hier mit dem Thema, wann soll man seine Spieler verkaufen? Und dazu muss ich direkt mal sagen, ich habe gestern bei Smaxi beim Streamer ein bisschen zugeschaut und habe dann eben mitbekommen, dass er Sanchez nachgesehen hat. Renato Sanchez, der ja jetzt eben zu Swansea gewechselt ist und ziemlich gehypt ist. Ja, und auf der Xbox kann man ja jetzt schon spielen durch den Early Access. Das heißt, die Leute können sich jetzt schon Coins erspielen und nicht nur ertraden. Das heißt, es kommen auf der Xbox jetzt immer mehr Coins in den Umlauf. Und das heißt eben auch, dass Alexis Sanchez steigt. Und zwar ist Renato Sanchez jetzt schon bei 10.000 Münzen auf der Xbox. Und hier, wenn wir mal reinschauen, kostet er auf der PlayStation nur so 5.000 Münzen. Also den bekommst du für 5.000 Münzen eigentlich ganz gut. Schauen wir einfach mal, okay, 5.000 Münzen Renato Sanchez. Und da sehen wir zum Beispiel, dass man einen sich direkt gönnen könnte. Das heißt, wir sehen schon, auf der Xbox kostet Renato Sanchez doppelt so viel wie auf der PS4. Das heißt eben, wenn das Spiel dann sozusagen vollständig rauskommt, dann steigen die Spieler. Das ist meistens so, aber nicht immer so. Deswegen würde ich euch raten, wirklich noch weiter zu schauen und euch das Ganze genau anzuhören. Denn sonst macht ihr noch irgendwas falsch und dann am Ende sagt ihr dann, yo, du hast das aber so gesagt. Nein, Leute, bitte passt ein bisschen auf und konzentriert euch, ja. Also, wir haben festgehalten jetzt sozusagen Xbox, okay, 10.000 Münzen, weil das Spiel schon draußen ist. Weil da manche Leute schon FIFA 18 spielen können. Und auf der PS4 kann man das Spiel eben noch nicht spielen, man kann keine FIFA Points kaufen, man kann keine Packs ziehen daraus, man kann auch natürlich kein Draft spielen oder so, das heißt, man kann sich einfach keine Coins erspielen und deswegen sind nicht viele Coins im Umlauf, deswegen ist Renato Sanchez noch nicht so viel wert. Das heißt, wenn ihr auf der PS4 seid und einen Renato Sanchez gerade habt, dann dürft ihr den noch nicht verkaufen, sondern erst zu Release. Und wir werden uns jetzt aber anschauen, wie das mit den anderen Spielern ist. Denn es ist, wie gesagt, nicht bei jedem Spieler so. Wir gehen mal hier auf Footbin. Da habe ich den Renato Sanchez vom letzten Jahr. Und da sehen wir auch schon die Kurve. Also, da ist die Web-App-Phase. Und dann kommt hier am 29. der Spieler raus. Okay, ihr seht, der ist ein bisschen gesunken. Aber hier steigt er dann extrem rauf. Auf bis zu 32.000 Münzen in 10 Tagen circa. Also da ist die Phase, wo die Leute dann FIFA 18 wirklich spielen, da wo sie sich Coins erspielen können, durch Drafts, durch Weekend League und so. Und deswegen wird da der Spieler mehr wert. Das heißt, der Unterschied ist krass. Also hier 32.000 und ganz am Anfang so in der Web-App-Phase 15.000 circa. Das heißt, der Spieler hat seinen Preis circa verdoppelt. Das heißt, wenn ihr einen guten Spieler habt, beziehungsweise einen overpowerten Spieler, der gehypt ist, dann würde ich den lieber nicht verkaufen, sondern warten bis zum Release. Das gleiche gilt eigentlich auch bei N'Golo Kanté und zwar sehen wir hier genau dasselbe. Also, Web-App-Phase, okay, so ja, 17-18.000 und dann in den nächsten 10 Tagen, wo das Spiel draußen ist, auf bis zu 48.000 Münzen. Das liegt einfach daran, dass die Spieler draufkommen, okay, der Spieler ist ja sowas von overpowered, der ist halt echt vom Preis her um bis zu 30.000 gestiegen und das ist halt extrem viel und deswegen wäre es ja dumm gewesen, wenn ihr den Spieler hier verkauft hättet, denn hier war er einfach mal um 30.000 mehr wert. So, nächster Spieler ist Lewandowski und das ist schon wieder was anderes, denn Lewandowski ist jetzt kein overpowerter Spieler, kein günstiger overpowerter Spieler, sondern das ist ein Spieler, wo jeder weiß, okay, der ist was wert. Er hat damals mit einem 90er Rating, in FIFA 18 schon mit einer 91. Und wenn wir hier schauen, sehen wir, okay, da hat sich jetzt nicht wirklich viel getan. Hier am 29. kam das Spiel raus, ja, 207.000 Münzen hat er da gekostet. Und wenn wir hier schauen, ja, okay, davor ein bisschen mehr, danach aber auch wieder ein bisschen mehr. Also er ist dann schon ein bisschen gestiegen noch, aber er ist jetzt nicht krass gestiegen. Also im Verhältnis natürlich. Ja, er hat seinen Preis nochmal so, ja, 30%, 40%, 50% erhöht. Aber es ist jetzt nicht so krass wie bei Renato Sanchez oder bei N'Golo Kanté. Bei N'Golo Kanté hat er ja wirklich um bis zu 150% einen Anstieg gemacht. Und hier ist das nicht so krass. Aber natürlich sind es mehr Coins, weil der Spieler halt mehr wert ist. Aber da sieht man schon, es ist nicht mehr so
eine krasse Steigung. Also es ist kein so krasser Anstieg, würde ich mal sagen. Und jetzt kommen wir zu einem Beispiel, wo es einfach genau andersrum ist. Und das ist Lionel Messi. Ja, das ist der beste oder der zweitbeste Spieler in FIFA 17 gewesen. Und da sehen wir dann, okay, am Anfang von der Web-App-Phase kostet er einfach über 1 Million Coins. Und dann, wenn FIFA 17 rauskommt, am 29. kostet er 958k. Und wenn wir dann in die nächsten Tage reingehen, sehen wir, dass der nochmal ein bisschen gesunken ist. Ja? Prozentual ist er auch nicht wirklich stark gesunken, deswegen sieht es auf der Kurve auch nicht so heftig aus. Aber das sind immerhin ja, 100.000 Münzen circa, um die er da gesunken ist in der Phase. Und das ist jetzt gar nicht mal so wenig. Aber ihr seht schon, wenn Spieler teurer sind, wenn Spieler besser sind, also wenn man weiß sozusagen, ein Spieler ist gut, ein Spieler ist teuer, dann steigen sie nicht ganz so schnell oder sie sinken sogar, wie man hier bei Lionel Messi sehen kann. Bei Lewandowski, der ist eben ja, sogar ein bisschen gestiegen, aber umso teurer die Spieler, würde ich sagen, umso weniger steigen sie an. Das ist so meine Erkenntnis aus diesen Grafiken und auch eben jetzt aus dem FIFA 18, denn wir haben ja gerade gesehen, Sanchez für 5000 Münzen auf der Xbox liegt ja schon bei 10.000 Münzen, weil FIFA 18 schon draußen ist. Und das heißt eben, wenn auf der PS4 FIFA 18 dann auch rauskommt, dann wird Sanchez auch ansteigen. Das heißt, wenn ihr einen guten Spieler habt, einen overpowerten guten Spieler, also einen, der nicht so teuer sein sollte, aber da er eben so beliebt ist und so dann doch ein bisschen was wert ist, diese Spieler solltet ihr noch nicht verkaufen. Alle anderen, wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Messi habt, könnt ihr eigentlich schon verkaufen, aber es ist an sich ziemlich egal, ja. Man kann es nie wissen, aber bei Messi zum Beispiel letztes Jahr wäre es am intelligentesten gewesen, wenn man ihn direkt am Anfang verkauft hat. Ob er sich dann natürlich auch verkauft, ist eine andere Frage, aber das wäre so mal die Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe. Und hier haben wir dann noch Smalling, das wollte ich mir auch noch anschauen mit euch, und da sehen wir auch in der Web-App-Phase, ja, so circa 20.000 Münzen, dann kommt das Spiel hier raus, da ist er genau 20k wert und dann 10 Tage später kostet er schon 27k. Also der ist auch nochmal gestiegen, da haben die Leute auch mitbekommen, okay, der ist ja richtig overpowered und deswegen ist er da im Preis angestiegen. Und ja, Freunde, das ist es an sich gewesen. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Overpowerte Spieler, die, wie soll ich sagen, sehr beliebt sind am Anfang, die steigen eigentlich meistens so 5, 6, 7, 8 Tage, nachdem das Spiel wirklich rauskommt. Das heißt eben, ja, so am 29. kommt das Spiel raus, beziehungsweise am 26. für viele schon, die es vorbestellt haben. Und ja, ab diesem Tag, beziehungsweise halt eben ab dem 26. oder 29., da werden diese Spieler dann steigen, die overpowerten Spieler. Und die werden dann so am 10. Oktober, vielleicht schon am 5. Oktober, so eine wirklich hohe Steigung erreicht haben. Und da könnt ihr den Spieler dann verkaufen. Bei den ganz teuren Karten, wie zum Beispiel Messi, ist es halt so, dass ihr den noch nicht verkaufen solltet. Ich möchte nämlich auch nochmal kurz schauen, was der gute Mann wert ist. Ich suche ihn einfach mal. Und wir sehen, der ist nicht mal auf dem Markt. Der ist nicht mal auf dem Markt. Blödsinn, natürlich ist er auf dem Markt. Mal schauen, 1,3 Millionen. Findet man noch nicht. Okay, ich mache jetzt mal ohne Preislimit und suche den ganzen Hasen hier. Ja, 2 Millionen. 2 Millionen. Und da sehen wir auch schon wirklich diesen Unterschied. Und ich glaube nicht, dass Messi bei 2 Millionen Coins bleiben wird. Das heißt, wenn ihr irgendwie Messi habt, stell ihn einfach mal rein. Er wird sich wahrscheinlich nicht verkaufen, weil einfach keiner die Coins hat. Aber bei eben ganz teuren Spielern, wie zum Beispiel Messi, die könnt ihr jetzt schon verkaufen. Da ist es eigentlich fast sogar besser. Aber man kann es natürlich im Endeffekt nie ganz wissen. Es ist halt trotzdem immer noch eine Spekulationssache. Ich selbst kann leider auch nicht in die Zukunft schauen. Das heißt, falls ich jetzt irgendwie was Falsches gesagt habe, kann ich natürlich auch wenig dafür, denn ich kann mich auch nur auf die Erfahrungen aus den letzten Jahren bauen. Ich kann darauf setzen und darauf baue ich sozusagen meine Theorie jetzt auf. Und ja, ich spiele jetzt wirklich schon lange FIFA, von dem her habe ich da schon ein gutes Gefühl dafür, glaube ich. Aber man weiß halt nie, ob es zu 100% stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass es zu 99% stimmen müsste. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Falls ihr demnächst viele Trading-Tipps sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall auch gerne einen Daumen nach oben da, vielleicht sogar ein Abo. Und wir sehen uns dann im nächsten Video und habt immer High Hopes und ciao.